Jugendcamp die zweite. Jakob Johnson wieder in Stuttgart. Wie ist es? Hi, ich bin super happy, Mann. Wir wollen es dieses Jahr noch größer machen als letztes Jahr. Ich glaube, die Rechnung geht auf. Die Schlange ist schon auf dem Block. Ja, ja, richtig lange Schlange. Diesmal einen Medienbereich und das Catering ist auch nochmal upgegradet. Mhm. Also ich bin super excited für heute. So, wie war die Zeit für dich seit der Football-Saison? Was hast du gemacht? Ich war echt viel unterwegs. Ja. Ich war seitdem nicht mehr zu Hause. Ich war hier, wow, in Deutschland. Wir waren in Phoenix beim Super Bowl. Ja. Davor noch kurz beim Pro Bowl. Ja. Danach war ich im Urlaub in Puerto Rico und seitdem bin ich trainieren in Florida. Wie war es in Puerto Rico? Puerto Rico war cool, Mann. Sehr gute Sonnen, sehr viel Wasser und ich war ein bisschen surfen. Also ein bisschen was Neues gelernt. Erste Mal? Erstes Mal, ja. Ich habe die erste Welle direkt von vorne bis hinten geritten. Ja. Aber also, surft jemand wie du auf der Welle oder durch die Welle durch? Boah, weggedrückt. Es war viel durch die Welle durch danach, aber die erste Welle habe ich richtig geritten, Mann. War cool. Okay, wie ist es körperlich? Alles schick? Ja, Mann, ich bin echt in Top-Shape jetzt. Also du hast sicherlich auf meinem Instagram gesehen. Alter. Die Apps sind wieder da, genau. Also ich habe mich wieder ordentlich in Shape gemacht und bin jetzt bereit für ein neues Jahr bei den Raiders. Das ist nämlich ein guter Punkt. Da haben natürlich alle geguckt und haben gesagt, geil, er ist wieder da. Ja. Wie siehst du es selber? Ey, ich bin super excited, dass das Ganze geklappt hat. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, echt viel Kuchen noch auf dem Teller liegen gelassen. Und bin excited, mit den Jungs nochmal an den Kuchen ran zu dürfen. Gab es andere Teams, die mal angeklopft haben? Natürlich, ich kann natürlich nicht in Details gehen, wie das Ganze abläuft. Ja. Aber ich bin froh, einfach mit den Jungs nochmal spielen zu dürfen. Mhm. Ich hatte einen Riesenspaß letztes Jahr. Vegas ist eine coole Stadt. Und genau, wir machen das dieses Jahr nochmal Revenge-Tour. Aber erstmal für ein Jahr, oder wie ist das? Genau, ich bin für ein Jahr nochmal dabei. So, und jetzt hat dein Coach McDaniels den Mann bekommen, den er schon kennt, Jimmy genau. G. Jimmy G, ich muss erstmal sagen, also es gibt, glaube ich, kaum jemand, der besser aussieht als Jimmy G in einem Anzug. Ja? Das kann man einfach mal so stehen lassen. Zu lit. Ja? Nicht, um den Jungen jetzt zu sehr zu hypen, aber der hat einfach ein fotogenes Face, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, mit ihm zu spielen. Er hat obviously History mit den Patriots, war er lange unterwegs. Danach mit den 49ers auch sehr erfolgreich. Mhm. Das heißt, ich bin gespannt, mal seine Bälle zu fangen. Großer Umbruch für ihn, bei euch. Was glaubst du, wie schwer wird es, sich wieder zusammenzurütteln? Es ist nie leicht. Ja. Jedes Jahr in der NFL ist eine Challenge. Aber dafür ist die Offseason da. Darum bin ich ab 17. April auch im Offseason-Programm voll dabei. Mhm. Weil es einfach darum geht, als Mannschaft zusammenzuwachsen, so schnell wie möglich. Und dann zusammen ins Trainingslager zu gehen, das Ganze nochmal richtig auf Hochglanz polieren und dann in die Saison zu starten mit guter Energie. Du hast ihn nicht mehr bei den Patriots kennengelernt, Jimmy G, oder? Nee, er war schon weg. Haben dir Patriots was über ihn erzählt oder kannst du irgendwas sagen über ihn, was du schon gehört hast? So? Nur von Jungs, die mit ihm gespielt haben, entweder bei den Patriots oder den 49ers, die alle sagen, ja, Jimmy G, bester Mann, Ehrenmann, also bis jetzt habe ich nur Positives gehört. Ja, geil, ich habe auch schon gesehen, er hat ja mal einen Pornostar datet, das war ja mal die Geschichte. Die ersten Clubs in Vegas haben schon eine Einladung ausgesprochen und gesagt, Jimmy, hier, Lifetime for free, das wird eine spannende Zeit, glaube ich, in Las Vegas mit dem Typen. Ja, also Vegas ist immer eine spannende Zeit. Ich glaube, wenn man auch als Normalperson zu Besuch kommt. Ja. Das stimmt. Ihr hattet auch spannende Zeiten bei absolut, Pro Bowl, ja. Absolut. Das heißt, ihr schaltet ein hoffentlich, schaut weiter zu, wie dieses Jahr bei den Raiders läuft. So, dann sag noch, gibt es einen neuen Move? Hast du irgendwas dir in der Offseason überlegt, was du in dein Spiel einbinden wirst, wenn du vorher noch nicht gab? Wir waren gut am Arbeiten bei Bomberitos. Wenn ihr es anschaut, also wir haben auf YouTube wieder einige Drills gemacht. Ja, guckt auf jeden Fall rein. Wir haben dieses Jahr viel gearbeitet mit dem Running Back Coach dort in Florida. Aaron Jones hat da auch trainiert. Damian Harris, mein alter Kollege, war auch am Start. Das heißt, wir haben ein bisschen was dazu gelernt, ja, aber ich verrate natürlich noch nichts. Wenn es im Spiel klappt, dann sage ich dir als erstes das war's. Das war's, das ist der Move. Damit ist die Ansage da, Podcast wird Runde weiter. Genau. Die Abschlussfrage habe ich noch, nämlich von ihm brauche ich die Antwort auch noch. Aaron Rodgers zu den Jets, verfolgst du das? Weil ich euch alle verfolge, ja, verfolge ich natürlich, worüber in den Medien diskutiert wird. Und ist spannend. Ist immer interessant zu sehen, wenn diese Legenden on the move sind, die mit einem Team so lange gespielt haben und so erfolgreich waren. Mal sehen, wie es ausgeht. Guter Move für die Jets? Hey, Aaron Rodgers ist ein krasser Quarterback. Ist er? Der letzte der OGs, der in der NFL übrig ist. Mhm. Der ist, glaube ich, ein Gewinn für egal welches Team, wo er hingeht. Das stimmt, der letzte OG. Er ist der OG auf der Fullback-Position. Jakob Johnson, Leute, schöne Grüße und tschüss! Peace!